Hier möchten wir rasant schnell lernen, wie man ableitet. Dazu muss man zuerst diese fünf Formeln kennen. Die Ableitung einer Konstante ist immer 0. Die Ableitung von x von der Variablen, das ist immer 1. Die Ableitung von x hoch n, das ist n mal x hoch n minus 1. Also dieser Exponent springt nach vorne, wo er dann multipliziert. Und dann wird von diesem Exponenten 1 abgezogen. C mal f', das ist c mal f'. Das heißt, diese multiplikative Konstante, die fliegt aus der Ableitung raus. Bei Summe und Differenz darf bei der Ableitung zerstückelt werden. Das bedeutet, die Ableitung einer Summe, das ist die Summe der einzelnen Ableitungen. Und die Ableitung einer Differenz, das ist die Differenz der einzelnen Ableitungen. Durch diese fünf Erkenntnisse sind wir schon fähig, ein beliebiges Polynom abzuleiten. Denn ein Polynom besteht zuerst einmal aus Summe und Differenz. Da darf aber zerstückelt werden. Also, um diese Ableitung zu rechnen, rechnen wir die von 3x hoch 4 plus die von 9x hoch 3 minus die von 7x Quadrat und so weiter. Für die von 3x hoch 4 fliegt die 3 aber als multiplikative Konstante raus durch diese Formel. Diese 9 auch, die 7 auch und die 6 auch. Also bleiben dann nur noch Potenzen von x abzuleiten und dazu nutzen wir diese Formel. Die Ableitung von x hoch 4, das ist 4 mal x hoch 3. Die Ableitung von x hoch 3, das ist 3 mal x Quadrat und so weiter. Also, um dieses Polynom abzuleiten, gehen wir wie folgt vor. Wir kümmern uns um den ersten Term. Diese 4 springt nach vorne, wo sie dann diese 3 multiplizieren wird. 3 mal 4, das macht 12. Und dann wird vom Exponenten 4 noch 1 abgezogen. Dann bleibt als Exponent 3. Für 9x hoch 3, die 3 springt nach vorne, wo sie die 9 multiplizieren wird. 3 mal 9 macht 27 und dann wird vom Exponenten 3 noch 1 abgezogen, bleibt 2. Minus 7 mal Ableitung von x², also 2x. Dann macht das insgesamt minus 7 mal die 2, das macht minus 14. Und dann bleibt als Exponent noch 2 minus 1, das heißt 1. Und x hoch 1, das macht x. Die Ableitung von 6 mal x, das ist 6 mal die von x. X' ist aber 1, also ist diese Ableitung 6, steht da. Und dann noch minus die Ableitung von 15. Und da 15 eine konstante Zahl ist, ist ihre Ableitung 0. Hier müsste noch stehen minus 0, braucht man aber nicht zu schreiben. Zu diesen fünf Formeln kommen dann noch diese zwei hinzu. Vorsicht, die Ableitung von einem Produkt, das ist nicht das Produkt der Ableitungen. Also bei Mal sowie auch bei Geteilt darf nicht einfach zerstückelt werden, wie bei Plus und Minus. Bei Mal geht es so. F mal G', das ist F' mal G plus F mal G'. Und bei geteilt geht so, F auf G', das macht F' mal G minus, Vorsicht, da ist Plus, hier ist Minus, minus F mal G' geteilt durch G². Durch diese Erkenntnisse sind wir schon fähig, zum Beispiel solch eine rationale Funktion abzuleiten. Zuerst wenden wir die Formel f auf g' an. F auf g', das macht f', also 14x, steht da, mal g, wurde abgeschrieben, minus f, wurde abgeschrieben, mal g', und g', das ist die Ableitung von einem Polynom, das macht 3x² minus 0, also 3x². Und dann muss das Ganze noch geteilt werden durch g².
Die Ableitungen sind schon berechnet, jetzt versucht man das Ganze so weit wie möglich in Faktoren zu zerlegen. Hier oben können wir noch 7x ausklammern und wenn man das Ganze dann ausrechnet zwischen Klammern, dann bleibt nur noch x hoch 3 plus 10. Es kommt hier noch eine wichtige Formel hinzu, das ist f hoch n prim. Die sieht aus wie die da, aber Vorsicht, bei f hoch n prim rechnen wir n mal f hoch n minus 1 ähnlich wie da, aber hier muss noch multipliziert werden mit f prim. Vorsicht, dieses mal f prim nicht vergessen. Diese Formel ist eigentlich ein ganz besonderer Fall von dieser hier. Deshalb müsste hier eigentlich noch stehen mal x prim. Aber da x prim ja 1 ist, stünde dann hier mal 1, was unnötig ist. Wenden wir auch diese Formel in einem Beispiel an. Wir rechnen hier 3x² minus 1 hoch 4 und dann die Ableitung von dieser Potenz. Das ist ein f hoch n prim. Das macht n mal f hoch n minus 1 mal f prim. Hier ist es dieses mal f prim, das häufig vergessen wird. Also Vorsicht, nicht vergessen mal f prim. Jetzt bleibt nur noch dieses Polynom abzuleiten. Das macht natürlich 6x minus 0, also 6x. Und das hier, das können wir dann noch multiplizieren, die 4 mit der 6x da hinten. Das macht dann 24x und fertig. Um beim Ableiten wirklich auf der Höhe zu sein, muss man einige Ableitungen ganz einfach auswendig lernen. Zum Beispiel die der trigonometrischen Funktionen. Sinus prim von x, das ist Cosinus von x. Cosinus prim von x ist minus Sinus von x. Und Tangens prim von x ist 1 auf Cosinus Quadrat von x. Die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen, das sind die zyklometrischen Funktionen. Die Ableitung vom Arcosinus von x, das ist 1 auf die Quadratwurzel von 1 minus x². Die Ableitung von Arcoscosinus von x, das ist genau dieselbe, nur eben entgegengesetzt. Und die Ableitung von Arcostangens von x, das ist 1 auf x² plus 1. Die Ableitung der natürlichen Exponentialfunktion, das ist diese natürliche Exponentialfunktion. Und wenn man e hoch x umkehrt, findet man den natürlichen Logarithmus und ln prim von x ist 1 auf x. Bei der Exponentialfunktion a hoch x finden wir als Ableitung ln von a mal a hoch x. Ihre Umkehrfunktion, das ist die allgemeine Logarithmusfunktion, deren Ableitung 1 auf x mal ln von a ist. Jetzt können wir unsere Formelsammlung noch ergänzen durch diese letzte Formel, Ableitung einer Kettenfunktion. Um g von f von x abzuleiten, leitet man zuerst g ab, drückt diese Ableitung aber nicht mit der Variablen x aus, sondern mit f von x. Man drückt g' aus mit f von x. Und das Ganze wird dann noch multipliziert mit f' von x. Zum Beispiel, wir leiten Sinus von 2x hoch 3 ab. Die Funktion g, das ist hier Sin, und das f von x, das ist hier 2x hoch 3. Wir wenden diese Formel an, das heißt, wir leiten zuerst den Sinus ab, Sin prim, das ist Cos. Diese Ableitung soll man aber nicht mit der Variablen x, sondern mit f von x ausdrücken. Also drücken wir die aus mit 2x hoch 3, steht da. Und das Ganze wird dann noch multipliziert mit f' von x, also mit der Ableitung von 2x hoch 3. Diese Ableitung, das macht 6x². Und somit haben wir eine vollständige Formelsammlung der Ableitungen. Falls euch diese schnellen Erklärungen gefallen haben, könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr mehr über Mathematik erfahren wollt, so könnt ihr gerne in meinen YouTube-Kanal stöbern oder ihn vielleicht sogar abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like sowie auch über jeden Abonnenten.